In diesem Video geht es um spezielle Value-Chancen bei Aktien. Ich will euch da mal ein paar Beispiele, ein paar Praxisbeispiele der letzten Zeit zeigen und auch noch, was die Voraussetzungen sind, um diese Chancen zu nutzen. Das alles jetzt im Video. Herzlich willkommen bei Value Investing 2050, Rendite bis zur Rente. Bevor wir jetzt mit den speziellen Value Investing Chancen beginnen, möchte ich euch nochmal die Value Investing Regeln, meine Regeln zeigen. Und zwar das Wichtigste ist, kein Geld zu verlieren. Das hat natürlich Buffett schon gesagt und andere auch. Das ist wirklich das Wichtigste, kein unnötiges Risiko eingehen. Das sollte immer die Prämisse Nummer 1 sein. Ihr kauft Unternehmen, keine Aktien. Natürlich kauft ihr Aktien, aber in der Betrachtung sollte immer das Unternehmen stehen und nicht nur der Aktienkursverlauf oder eben technische Analysen. Investiere in Firmen, die einen Vorteil in der Branche haben. Das ist natürlich immer leicht gesagt, weil meistens sind diese Unternehmen ja doch recht teuer an der Börse. Dort ergeben sich relativ selten Chancen, aber man sollte sich immer damit beschäftigen und das sollte eine Rolle spielen, sich auch damit eben auseinanderzusetzen. Das Wichtigste für einen Value Investor ist auch, dass er einfach geduldig ist und einfach mal nichts tun kann. Nichts kaufen, nichts verkaufen. Denn für den Erfolg ist das, was du nicht tust, fast wichtiger als das, was du tust. Denn eine attraktive Value-Aktie finden und kaufen, würde ich jetzt fast sagen, ist nicht so schwer, ist relativ leicht. Aber das Wichtigste ist eben, die mittelmäßigen Chancen an sich vorbeiziehen zu lassen und eben geduldig zu warten auf seine Chance. Spiel dein Spiel, nicht das der anderen. Es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man an der Börse agieren kann. Es gibt die Trader, es gibt kurzfristige Ansätze, es gibt technische Analysen, es gibt Hypes, wie jetzt vielleicht bei GameStop. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist einfach, dass man für sich weiß, was man selber für ein Spiel spielen will. Und man muss sich da nicht von anderen beeinflussen lassen oder das Spiel der anderen spielen, was man vielleicht nicht spielen kann und nicht gewinnen kann. Da ist Value Investing wirklich relativ einfach zu verstehen und aus meiner Sicht das Beste für langfristige Rendite und langfristiges Investment. Und genauso ist es auch bei Mr. Market. Lasst euch nicht von ihm beeinflussen. Der bietet jeden Tag für alle Aktien, die es gibt auf der Welt, Kaufkurse. Ihr könnt kaufen. Und er bietet jeden Tag für alle Aktien, die ihr habt, Verkaufskurse. Ihr müsst aber nichts tun. Und das passt auch zur Regel 4. Sei geduldig. Einfach das an sich vorbeiziehen lassen, wenn nichts Attraktives dabei ist. Auf der anderen Seite, wenn dann eben eine Chance sich ergibt, dann auch zuschlagen. Hochverschuldete Unternehmen generell meiden. Im aktuellen Marktumfeld ist es ja so, durch die niedrigen Fremdkapitalzinsen sind die Schuldenberge, die Unternehmen haben, wie vielleicht AT&T oder andere, kein großes Problem, weil die Fremdkapitalzinsen gering sind. Es ist genug Liquidität im Markt. Das muss aber nicht immer so bleiben und deswegen grundsätzlich hochverschuldete Unternehmen meiden. Und ihr solltet euch vorm Kauf auch gedanklich schon mal damit auseinandersetzen, was passiert denn, wenn in 2, 4 Wochen oder Monaten der Aktienkurs um 30% fällt, würde ich dann nachkaufen? Natürlich unter der Voraussetzung, dass das Geschäftsmodell weiter vorhanden ist und soweit dort keine großen Sonderereignisse stattgefunden haben. Wenn ihr da schon ins Zweifeln kommt, solltet ihr nochmal wirklich überlegen, ob es sinnvoll ist, die Aktie zu kaufen und ob eure Analyse wirklich richtig ist oder ob ihr euch da manchmal auch ein bisschen selber belügt oder ähnliches. Na, Punkt 9, immer nur mit Margin of Safety kaufen. Das heißt, zwischen eurer Einschätzung des Unternehmens und dem Aktienkurs sollte möglichst viel Luft sein. Das heißt, wenn ihr sagt, und das hatte ich ja schon in meinen Aktienanalysen, beispielsweise bei Intel, bei Pfizer, wo ich sage, das Unternehmen ist solide, es bietet auch Chancen, aber im Verhältnis zum Aktienkurs würde ich es als fair bewertet einstufen, es ist für mich kein Schnäppchen, dann sollte man es lieber weglassen. Punkt 10, ich meine, 10 Regeln sind schöner als 9, da habe ich jetzt noch nichts stehen. Wenn ihr dort noch eine Idee habt, was hier in der Aufzählung vielleicht fehlt, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Die Value-Regeln, die wir jetzt gerade gesehen haben, sind natürlich idealistisch. Beziehungsweise muss ich ja selbstkritisch sagen, ich halte mich oder kann mich auch nicht immer daran halten. Das ist jetzt nicht so, dass das die Regeln sind und ich sage, ich mache die perfekt und das könnt ihr jetzt auch so machen, sondern das ist einfach das Ziel, was man immer versucht umzusetzen und an auch der Ausgewogenheit der Ziele zu arbeiten und der Regeln. Und deswegen
Ist das einfach nur noch mal so aufgeschrieben? Ist auch wichtig, dass man sich das immer noch mal anschaut, vielleicht auch bevor man jetzt kaufen oder verkaufen will. Von daher immer gut, sich das aufzuschreiben, kann auch jeder für sich einfach selber machen. Jetzt kommen wir zum Thema spezielle Value-Chancen. Und zwar gehen wir jetzt mal die vier durch, die ich jetzt so in letzter Zeit auch selber immer mal gesehen habe. Und zwar das erste sind unerwartete, einmalige Situationen. Da schauen wir uns das Beispiel Kraft Heinz an. Das zweite sind Unsicherheiten bzw. Merger, also wenn zwei Unternehmen zusammenkommen. Da habe ich das Beispiel Viacom und CBS, die jetzt unter Viacom CBS operieren, das jetzt ein Unternehmen ist. Das dritte sind unbeliebte Branchen oder Unternehmen. Da habe ich das Beispiel Energiebranche. Das hängt zwar auch ein bisschen mit am Ölpreis, und das ist auch der vierte Punkt, kurzfristige Produktionspreisausschläge, Beispiel Ölpreis. Bei solchen Events, wie wir es jetzt hier sehen, können sich Value-Chancen bieten, müssen aber nicht. Wir schauen uns dann, nachdem wir uns jetzt mal hier die Beispiele konkret angeschaut haben, noch die Voraussetzungen an, die einfach erfüllt sein müssen, dass es überhaupt eine spezielle Value-Chance ist. Und da würde ich jetzt starten mit Kraft Heinz. Dazu gibt es auch eine Aktienanalyse von mir. Ich habe die auch selber im Portfolio und die sind 2015 zusammengekommen. Kraft und Heinz, Warren Buffett und Berkshire Hathaway sind dort noch investiert. Er hat sich selbst dazu geäußert, dass sie eigentlich zu viel bezahlt haben für Kraft und dass er dann nicht zufrieden war. Und was dann passiert ist im Februar 2019 ist, sie mussten abschreiben 15 Milliarden. Und hier seht ihr mal auf Seeking Alpha, was dann hier ab 22. Februar so die Kommentare waren. Da war die Einstufung, hier ist zwar mal bullish dabei und hier auch, war aber bearish, neutral. Also der Markt war dort überhaupt nicht zufrieden, weil es eben ein unerwartetes Ereignis war. Und wenn wir jetzt ein bisschen hochscrollen zeitlich, kommen dann auch nochmal die bearischen Kommentare, aber es wird dann schon etwas grüner und für mich ist aktuell Kraft Heinz auf jeden Fall eine fair bewertete Aktie, vielleicht kein super Schnäppchen, aber fair bewertet. Wir können uns das hier mal am Kurs anschauen. Das ist nämlich hier passiert, da waren sie ungefähr bei 47 und sind dann hier gefallen auf 32. Heute ist Kraft Heinz bei 34 Dollar, hat also seitdem eine Seitwärtsbewegung gemacht. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn sie irgendwann mal nach oben ausbrechen. Dividendenrendite ist aber attraktiv. Von daher wäre das jetzt für mich kein Problem, wenn der Kurs so bleibt. Wenn er weiter sinkt, kann man nachkaufen. Das ist zum Beispiel für mich eine Aktie, wo ich sage, wenn jetzt der Kurs um 30% sinkt, würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Hier ist eben so ein Event, wo dann hier Unsicherheit herrscht. Es war jetzt so ein einmaliges Ereignis. Man weiß nicht, kommen vielleicht noch mehr Abschreibungen. Und in dem Moment kann man dann einfach prüfen, ist das ein Value-Unternehmen? Habe ich jetzt hier eine Value-Chance? Wir können hier mal sehen, Price to Cashflow von Kraft Heinz. Der war hier ungefähr bei 12, ist dann hier gefallen auf unter 9 und seitdem eigentlich wie der Kurs gibt es dann hier eine Seitwärtsbewegung, sagen wir mal ganz grob zwischen 7 und 10 beim Price to Cashflow. Was natürlich auch passiert ist und was nicht gut ankam, war eine Kürzung der Dividende. 2018 gab es noch 2,50 Dollar, danach gab es 1,60 Dollar. Das war natürlich für bereits Investierte sehr schlecht. Allerdings, wenn man nicht investiert war, dann war das eben eine Chance, hier einzusteigen. Dividendenrendite ist jetzt trotzdem bei 4 bis 5%. Und wenn wir mal schauen auf die Estimates, dann wird jetzt davon ausgegangen, dass es hier zwar moderat, aber dass jetzt jedes Jahr die Dividende gesteigert werden kann. Das nächste Beispiel für spezielle Chancen sind eben diese Merger. Da habe ich jetzt Viacom CBS rausgesucht. Das ist jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel, aber dort sind zwei Unternehmen zusammengekommen, nämlich Viacom und CBS. Das war im Dezember 2019 und hier im August, wo das schon feststand, dass es passieren wird, 19, gab es dann eben ja auch schon Kommentare, wo gesagt wurde, ja, es ist natürlich hier ein Risiko mit drin, es bestehen aber auch Chancen. Und wenn wir uns jetzt hier mal den Kurs anschauen, was jetzt hier passiert ist im letzten Jahr, dann waren die hier auf dem Tief, waren sie ungefähr bei 13 US-Dollar zum Corona-Crash, sind jetzt hier massiv gestiegen auf 56 Dollar. Ihr seht jetzt aktuell den Kurs 52, also haben sich dort vervierfacht ungefähr seit dem Corona-Crash. Ich denke, die Aktie ist jetzt fair bewertet, ist kein Schnäppchen mehr. Ich habe ungefähr einen Einstiegskurs von 26 € im Schnitt für meine Aktien, bin also hier gut im Plus. Aber wenn wir uns hier auch die vergangene Kursentwicklung der Einzelaktien oder der beiden Unternehmen anschauen, hier von Viacom,
dann ist der in den letzten Jahren hier relativ konstant gefallen. Bei CBS in den letzten 5 Jahren ist es auch hier von über 65 dann gefallen. Und das war eben so eine Situation. Beide Unternehmen sind vom Kurs her, hat sich nicht gut entwickelt. Dann kam noch der Merger. Es war ein bisschen die Unsicherheit. Und was jetzt hier noch dazu kam, war dann der Corona-Crash. Und da wurde die Aktie abgestraft. Und das war aus meiner Sicht eben eine Value-Chance, um dort einzusteigen. Die dritte spezielle Chance sind eben unbeliebte Sektoren bzw. Unternehmen. Wir sehen hier mal die S&P 500 Sektor Performance seit 2007 und zwar hier jeweils nach Rendite schon sortiert. Und wenn wir jetzt nur Energie auswählen, sehen wir hier schon in den letzten 3 Jahren, 2018, 19, 20, hat der Energiebereich am schlechtesten performt im S&P 500. Übrigens in den letzten beiden Jahren hier am besten performt haben die Informationstechnologie, wenn ihr aber hier mal seht, so zwischen 2007 und 2016 eher so im Mittelfeld und in den letzten 2 Jahren wirklich richtig abgegangen. Aber wir sind jetzt hier bei Energie, also das war schlecht. Und was noch dazu kommt, ist eben der Ölpreis. Das ist nämlich auch der Punkt 4 bei den speziellen Chancen. Ihr seht hier, wenn ihr euch noch erinnert, da war der Ölpreis ja ganz kurz negativ. Das hatte jetzt keine echten Auswirkungen. Das lag eher an den Termingeschäften. Aber hier ging es auch in der Corona-Krise richtig runter mit dem Ölpreis. Er hat sich ja jetzt wieder erholt auf über 50 US-Dollar. Und da gab es eben hier die Möglichkeit, zum Beispiel BP oder Royal Dutch Shell relativ günstig einzukaufen. Und wir können hier mal die Bewertungen bei Shell sehen. Mitten in der Krise hier Ende April bis zum Mai. Das war neutral bis bearish. Könnt ihr mal die Kommentare lesen. Also da ging es ja auch darum, dass dort generell die Frage gestellt wurde, wie geht es mit dem Ölbedarf weiter, was ist mit regenerativen Energien. Und seitdem bei Shell ist es hier auch eher grün geworden. Hier gibt es zwar jetzt nochmal eine rote Bewertung. Ich habe ja schon mal in meinen Videos gesagt, ich gebe auf diese Bewertungen nicht viel. Es ist aber interessant, sie zu lesen. Und wir können hier auch einfach mal ein bisschen sehen, wie jetzt einfach so die Analysten auf die verschiedenen Marktsituationen reagieren. Hier sind wir jetzt wieder vorwiegend grün. Damit solche speziellen Situationen, diese 4, die wir jetzt gerade gesehen haben, dann auch eine Value-Chance bieten und Chance, vielleicht ein Unternehmen günstig zu kaufen, müssen Voraussetzungen erfüllt sein. Und die erste Voraussetzung ist natürlich logisch, das Geschäftsmodell muss weiterhin vorhanden sein. Das war bei Kraft Heinz der Fall, trotz der Abschreibungen. Das ist bei Viacom CBS der Fall, das ist bei BP und Shell der Fall, obwohl dort natürlich Druck auf dem Geschäftsmodell ist. Aber es hat sich jetzt nicht über Nacht dort irgendetwas total verschlechtert. Und deswegen gibt es hier aber auch das Negativbeispiel und das ist Geo, das schauen wir uns gleich an. Dazu passt auch der nächste Punkt. Die finanzielle Situation darf nicht kritisch sein. Wenn Kraft Heinz jetzt 15 Milliarden abschreibt, dann sinkt natürlich das Eigenkapital um 15 Milliarden. Der Gewinn ist in dem Jahr eine Katastrophe, aber es hat erstmal keine Auswirkungen auf den Cashflow und es hat auch keine direkten Auswirkungen jetzt auf eine Refinanzierungssituation oder ähnliches. Das Beispiel Geo ist folgendes. Es ist einer der beiden großen Betreiber von privaten Gefängnissen und Haftanstalten in den USA. Die Kunden sind eigentlich, ich würde mal sagen, also staatliche Organisationen, Grenzschutzbehörde, einzelne Bundesstaaten, die dort also dafür Geld bezahlen. Da gibt es Geo und noch einen anderen. Und die waren beide als Raid aufgelegt. Das wurde jetzt teilweise zurückgezogen. Die haben riesen ESG-Probleme quasi, weil die Banken die nicht mehr finanzieren wollen, diese Gefängnisbetreiber. Sie kommen dann natürlich in ein Problem der Finanzierung. Joe Biden hat schon vor seiner Präsidentschaft gesagt, dass er private Gefängnisse in den USA, dass er das Thema eigentlich beenden möchte. Problem ist natürlich, die Gefängnisse sind trotzdem relativ gut ausgelastet. Er kann jetzt nicht die privaten in dem Sinne schließen oder die Verträge beenden. Erstens laufen noch Verträge. Zweitens können nicht so schnell neue Gefängnisse gebaut werden. Aber hier ist das Geschäftsmodell gefährdet, politisch vor allem. Und die Finanzierung ist auch gefährdet. Und das ist eben so ein Beispiel, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt eine Value-Chance. Das wäre für mich dann eher eine Zockerchance, weil wenn wir hier jetzt mal den Aktienkurs sehen, die sind jetzt hier ungefähr bei 9 Dollar, die waren mal bei 30. Klar kann man jetzt hoffen, kaufen und hoffen, dass sie sich mal verdreifachen, aber ich sehe hier wirklich auch eine Gefahr
für das Geschäftsmodell. Eine weitere Voraussetzung ist ein vertrauensvolles Management. Da ist jetzt das Negativbeispiel die Telekom, speziell mit Ron Sommer. Die Geschichte mit der Telekom ist jetzt schon 20 Jahre her. Ihr seht hier mal den Chart. Waren über 100 Euro, sind dann nachgefallen auf, wir schauen mal nach, sagen wir mal 10 ungefähr. Und seitdem ist jetzt nicht mehr so viel passiert. Kurs aktuell ungefähr 15 Euro. Also das ist wirklich ein typischer Chart zum Beispiel für die Dotcom-Bubble. Und was hier noch dazu kommt, Ron Sommer wurde dann angeklagt und es gibt hier einen Artikel von 2003 vom Manager Magazin. Wenn wir da mal sehen, was er als Chef der Telekom für Aussagen teilweise getroffen hat, dann würde mich das als Aktionär schon wirklich skeptisch machen. Die T-Aktie ist so sicher wie eine vererbbare Zusatzrente oder wird so sicher wie eine vererbbare Zusatzrente sein. Okay, das kann man ja noch sagen, aber er ist dort wirklich sehr großspurig aufgetreten. Wen das interessiert hier, er kann den Artikel nochmal googeln und sich durchlesen, was dort alles passiert ist. Hier auch so eine Aussage, die Telekom-Aktie wird uns in Zukunft noch viel Freude bereiten. Und eben dann hier, wer jetzt einsteigt, kann sich auf ein fantastisches Potenzial freuen. Da fällt mir einfach FOMO ein, Fear of Missing Out, also quasi die Angst, wie auch mal bei Tesla, jetzt rein, sonst verpasst du die Chance deines Lebens und solche Geschichten. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas für den Value-Investor. Was ist dann hier passiert? Ermittlungen gegen Ron Sommer. Die mussten hier auch was abschreiben, weil die Immobilien in den Bilanzen zu hoch bewertet waren, wo der Vorwurf war, dass es eben absichtlich passiert ist. Hier hat der Herr Sommer dann nochmal in einem Interview gesagt, ich bitte Sie, ich bin doch kein Prophet, als wir vergangenes Jahr den Ausgabekurs festlegten, war ich fest überzeugt, dass wir nach dem Rückgang von 100 auf 60 die Talsohle durchschritten hätten. Also erst großspurig rausposaunen, wie toll das Unternehmen und die Aktie ist und wenn es dann schief geht, mit Betrug wird dann halt gesagt, na gut, ich kann ja nicht alles wissen. Also solche Management-Sachen, das ist immer sehr gefährlich, beziehungsweise solltet ihr darauf achten, dass es wirklich ein gutes Management ist. Das ist natürlich schwer herauszufinden, aber Wirecard ist so ein ähnliches Beispiel, wenn dort die Financial Times seit Jahren ermittelt, wenn dann in der Sonderprüfung vor allem den Wirtschaftsprüfern nicht alle Dokumente zur Verfügung gestellt werden, dann wären bei mir aber wirklich alle Alarmglocken angewiesen und man hatte dann noch die Chance, Wirecard vielleicht bei 80 Euro zu verkaufen. Dann kam natürlich der Hammer, dass das Geld fehlt und dann war dort Schluss. Das ist nämlich auch der nächste Punkt für die Voraussetzung, dass man spezielle Value-Chancen hat. Kein Betrugsverdacht, wie jetzt bei Wirecard, habe ich ja gerade nochmal gesagt, da hat die Financial Times schon den Finger in der Wunde gehabt, da hat sich sogar noch die deutsche Regierung und die Politik auf die Seite von Wirecard gestellt. Alles eine peinliche Sache und wenn Olaf Scholz sagt, der Finanzstandort Deutschland ist geschädigt, dann haben wir schon einige gelacht, weil es gibt keinen Finanzstandort Deutschland. Natürlich gibt es die Deutsche Bank, Commerzbank, es gibt hier was, aber die Träume, die damals auch bei der Deutschen Bank geherrscht haben, wir erobern Amerika und wir wären ein weltweiter Player. Wenn ihr euch mal die Marktkapitalisierung anschaut von der Deutschen Bank und Co., dann werden die als regionale Bank am Ende eingestuft und das Spiel ist ausgespielt dort an der Stelle. Und da passt auch Wirecard ein bisschen dazu. Die haben das jetzt leider nochmal bestätigt, dass da kein gutes Image bei Deutschland vorhanden ist. Und weil es so schön aussieht, schauen wir uns hier nochmal den Wirecard-Chart an. Aktueller Kurs 49 Cent. Die waren im Hoch 2018 bei 190 Euro. Und hier gab es dann eben den Vollabsturz von 90 auf 3 und jetzt Penny Stock. Also das ist halt dann leider für die Investoren schiefgegangen. Es gab allerdings Warnzeichen. Jetzt kommen noch zwei weitere Voraussetzungen. Und zwar, das haben wir in meinen Value-Regeln schon gesehen, es muss natürlich eine Margin of Safety vorhanden sein. Das heißt, nur weil jetzt unerwartete Ereignisse eintreten, der Aktienkurs fällt, dann ist das Unternehmen fair bewertet, ist das jetzt natürlich nicht unbedingt eine Kaufgelegenheit. Und das ist natürlich generell klar, damit es eine spezielle Value-Chance gibt, eben durch die gesehenen unerwarteten Situationen, Unsicherheiten oder dass einfach mal eine Branche unbeliebt ist oder ähnliches. Es muss trotzdem eine Value-Aktie sein, ein Value-Unternehmen und es muss die spezielle Chance geben. Und da bin ich bei Geo, diesem Gefängnisbetreiber, versus zum Beispiel BP und Shell, wo ich sage, BP und Shell waren dort eine Value-Chance. Geo ist es zum Beispiel heute für mich nicht. Natürlich kann es jetzt sein, wir haben es ja vor uns gesehen, Kurs 9 Dollar, dass die sich auch wieder verdoppeln. Aber mir wäre jetzt einfach das Risiko zu hoch.
Damit bin ich im Video am Ende, habe euch das versucht, hier gut rüberzubringen, meine Gedanken und was es eben dort aus meiner Sicht manchmal für spezielle Value-Chancen gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis bald.